ألم يجدك يتيما فآوى. Hat er dich nicht als Waise vorgefunden und daraufhin aufgenommen? Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier über wen? Über wen spricht Allah ta'ala in dieser Ayah? Über unseren geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er sich einsam fühlte, das Gefühl hatte, Allah subhanahu wa ta'ala, er habe ihn im Stich gelassen. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat von ihm die Offenbarung abgeschnitten, sodass sogar einige der Feinde des Islams, wie Umm Jamil, die Frau von Abu Lahab, zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam sprachen, hat dich dein Shaitan im Stich gelassen. Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala Surat al-Duha herabsandte. Surat al-Duha, in der Allah subhanahu wa ta'ala aufzeigte, dass er unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht im Stich gelassen hat. Und dann auch begründet hat, warum. Und warum er niemals denken darf, dass Allah sich von ihr abgewandt hat. Und das allererste, hat Allah dich nicht als Weise vorgefunden und dich daraufhin aufgenommen? Heute, meine lieben Geschwister, im Rahmen der Charity Week werden wir inshallah über die Waisen sprechen. Die Waisenkinder, von denen es auf der Welt zumindest im Jahr 2021 um die 147 Millionen gab, laut UN-Kinderbericht. 147 Millionen Kinder weltweit, die entweder beide Eltern oder zumindest einen Elternteil verloren haben. Die Waisenkinder, die Allah subhanahu wa ta'ala ganze 22 Mal im Koran erwähnt hat. 22 Mal erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala die Waisenkinder. Die Waisenkinder, zu denen unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gehört hat und den Allah ta'ala daraufhin aufgenommen hat und ihn in bester Weise großgezogen hat. Es lag nämlich eine Weisheit darin, dass Allah subhanahu wa ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam zunächst als Halbweise und dann als Vollweise groß werden ließ. Und hierzu wird überliefert von Ja'far al-Sadiq folgendes: Allah subhanahu wa ta'ala, er hat unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam ohne Eltern aufwachsen lassen, لِأَلَّا يَكُونَ لِمَخْلُوقٍ عَلَيْهِ حَقٍ, damit es kein Geschöpf gibt, was in irgendeiner Weise einen Anspruch ihm gegenüber erheben könnte. Sagen könnte, ich habe meinen Beitrag dazu geleistet, dass er zu einem Propheten geworden ist. Nein. So wie es überliefert wird von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, falls es keine authentische Überlieferung ist, aber sie ist von der Bedeutung her, wie es die Gelehrten gesagt haben, absolut korrekt und richtig. أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي. Mein Herr, er hat mich großgezogen. Mein Herr, er hat mich erzogen. Und er hat mich in bester Weise erzogen. Subhanallah. Es liegt also eine Weisheit darin, dass Allah subhanahu wa ta'ala manche Menschen ohne Eltern aufwachsen lässt. Auf der einen Seite ist es eine Prüfung. Eine Prüfung für die Kinder, die ohne Eltern aufwachsen. Manche bestehen diese Prüfung, andere bestehen sie wiederum nicht. Ich hatte einmal einen Schulkameraden gehabt, der bei meinem Freund gewesen. Ich kann mich erinnern, das ist Erik. Und sein Vater ist relativ früh gestorben. Und dann habe ich einmal, nachdem ich zum Islam gefunden habe, mit ihm über Allah gesprochen, über den Islam, warum wir an Gott glauben sollten, woraufhin er sagte, wie kann ich an Gott glauben, wenn er mir meinen Vater in jungen Jahren genommen hat. Das heißt, es ist ein Mensch, der geprüft wurde, dadurch, dass Allah seinen Vater sterben ließ.
Aber, zumindest zu diesem Zeitpunkt, es geht auch gar nicht um ihn konkret, keiner kennt ihn ja von euch. Er zumindest hat die Weisheit dahinter nicht verstanden. Allah hat ihn geprüft, aber er hat zumindest zu diesem Zeitpunkt, Allah war anders, mit ihm ist, ich habe jahrelang keinen Kontakt zu ihm gehabt, nicht verstanden, was die Weisheit ist und somit auch eine gewisse Prüfung im Leben nicht verstanden. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die Allah so kleiner nach Beobachtung damit prüft, und welche die Prüfung nicht nur bestehen, gehen da nicht mit den Luftballonsbegriff. Das ist viel zu laut. Nicht mit den Luftballons. Krass. Dankeschön. Welche die Prüfung nicht nur bestehen, sondern welche aus der Prüfung etwas machen, was viele Menschen, die nicht geprüft wurden, niemals erreichen würden. Menschen, die das als Herausforderung angesehen haben. Und aus ihnen Großes geworden ist. Und natürlich an erster Stelle wer? Unser geliebter Prophet Muhammad. Salawat Rabbi wa salamu alayhi. Aber es ist nicht nur eine Prüfung für diese Kinder selbst, sondern es ist in erster Linie eine Prüfung für die Gesellschaft. Eine Prüfung für die Menschheit. Eine Prüfung für uns Muslime als Community. Lassen wir diese Kinder einfach allein? Überlassen wir sie einfach ihrem Schicksal? Oder kommen wir unserer Verpflichtung nach gegen diese Kinder, welche ihre Eltern verloren haben, und kümmern uns um sie, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt hat? Es ist also nicht nur eine Prüfung für die Kinder, sondern es ist auch eine Prüfung für die Gesellschaft. Schaut einmal, wie viele weiße Kinder es jetzt in einem einzigen Jahr nur in Gaza gibt. Tausende, aber tausende Kinder, welche nicht nur ihre Eltern verloren haben, sondern wenn es einen Begriff dafür geben würde, sie haben ihre gesamte Sippschaft und Familie verloren. Komplett allein. Also es gibt ja Menschen, die verlieren ihren Vater, ihre Mutter, aber haben noch ihre Großmutter, ihren Großvater, ihre Onkels, Tanten. Dort sind Kinder gerade, die alles verloren haben, die nichts mehr haben, keine Familie. Die gesamte Familie, mit Ausnahme vielleicht von einem Kind, ist ausgelöscht worden. Wie groß ist dann erst die Verantwortung der Muslime gegenüber diesen Menschen? Wallahi, noch viel größer. Und seid euch sicher, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird jeden einzelnen von uns danach befragen, ohne Ausnahme. Er wird mich danach befragen, er wird dich danach befragen. Was hast du aus dieser Situation gemacht? Bist du deiner Verpflichtung gegenüber diesen Kindern gerecht geworden oder bist du ihnen nicht gerecht geworden und hast einfach dein Leben weitergeführt, als wäre nichts gewesen? Allah subhanahu wa ta'ala, er wird uns alle fragen, ob groß oder klein, jung oder alt, Mann oder Frau. Wir tragen alle Verantwortung für diese Kinder. Wenn es in 2021 147 Millionen waren, wie viele sind das jetzt? Und dementsprechend ist es eine Prüfung für jeden einzelnen von uns. Wallahi, diese Kinder, ich habe erst gestern, subhanallah, habt ihr vielleicht alle gesehen, dieses Video gesehen von diesem kleinen Mädchen mit blonden Haaren, was ihre verletzte Schwester, die noch jünger ist als sie, die war vielleicht gerade mal, wie alt war dieses Mädchen gewesen? 5, 6 Jahre alt? 7? Höchstens. Ich würde sogar sagen 6 höchstens. Ein 6-jähriges Mädchen auf der Straße in Gaza trägt ihre kleinere Schwester, die vielleicht 3, 4 Jahre alt ist und verletzt ist. Wird Allah uns nicht danach befragen? Wallahi, er wird uns danach befragen. Und wenn ich nicht zumindest alles gebe, was ich geben kann, alles, was ich geben kann, dann wird Allah mich am jüngsten Tag fragen, warum hast du dich nicht um diese Kinder gekümmert? Wir tragen alle Verantwortung. Wir können nicht immer nur sagen, ja, die Herrscher und Regenten, natürlich, die Verantwortung liegt bei ihnen. Sie könnten etwas verändern, wenn sie es wollten. Aber die Verantwortung liegt auch bei jedem Einzelnen von uns. Und aus ihnen kann Gewaltiges werden. Wer weiß, welcher Krieg man dahinter steckt, dass diese Kinder ihre Eltern verlieren. Wir wissen es nicht. Aber aus ihnen kann Besonderes werden. Ich werde euch jetzt eine Liste geben von Namen, welche alle Waisenkinder gewesen sind. Entweder Vollwaisen oder Halbwaisen.
Und im Arabischen, wenn man sagt Yatim, dann ist es derjenige, der seinen Vater verloren hat. Man sagt Yatim. Und wenn man sagt, dazu sagen, er hat seine Mutter verloren, Yatim und Um. Wenn er beide verloren hat, Yatim und Abi und Um. Also vollweise. Weil der Vater die Familie damals finanziell getragen hat in erster Linie. Und auf jeden Fall, wenn wir uns jetzt die Liste von Namen anschauen, von Persönlichkeiten, welche als Waisenkinder groß geworden sind, und was aus ihnen geworden ist, dann wird uns klar, darin liegt eine Weisheit. Allah nimmt auf der einen Seite, aber gibt auf der anderen Seite. Nochmal ganz wichtig. Allah, er nimmt auf der einen Seite, aber er gibt auf der anderen Seite. Er nimmt dir etwas, was wichtig für dich ist, aber er gibt dir etwas, was für dich noch viel besser ist. Und dementsprechend schauen wir uns einfach mal an, inshallah ta'ala, was für Persönlichkeiten allein in der islamischen Geschichte Waisenkinder gewesen sind, die unter schwierigsten Umständen aufgewachsen sind und sich einige Menschen ihnen angenommen haben und aus ihren große Persönlichkeiten geworden sind, die bis heute jeden Einzelnen von uns inspirieren. Abu Huraira radiallahu anhu, dieser edle Sahabi, der über 5000 Hadith überliefert hat, ist ein Waisenkind gewesen. Imam al-Shafi'i hat seinen Vater verloren, als er noch ein Kleinkind gewesen war. Seine Mutter hat ihn allein großgezogen, unter schwierigsten materiellen Umständen. Bis zu dem großen Imam geworden, von dessen Wissen wir heute alle immer noch profitieren. Imam Ahmed ibn Hanbal, ebenfalls seinen Vater verloren, wurde von seiner Mutter großgezogen, unter schwierigsten materiellen und finanziellen Umständen. Aber schaut mal, was aus ihm geworden ist. Allahu Akbar. Imam Ahlus Sunni wal Jama'a. Imam al-Awza'i, der Imam der Levante des heutigen Libanons, des Syriens, Philistins. Er ist ebenfalls ein Waisenkind gewesen. Imam al-Bukhari, der das wichtigste Hadithbuch der Muslime überhaupt niedergeschrieben hat. Al-Qadi Abu Yusuf, der große Imam der hanafitischen Rechtsschule, der Mitbegründer der hanafitischen Rechtsschule, der Mujtahid Mutlaq, vollständiger Mujtahid, und der Qadi Al-Qudha, der Oberrichter, damals im Irak. Dann Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dieser große Gelehrte, der Fath al-Bari, die Erläuterung und den Kommentar von Sahih al-Bukhari geschrieben hat. Al-Imam Ibn al-Jawzi, der bekannte, inspirierende Gelehrte. Imam al-Ghazali, Hujjat al-Islam, der zu den Mujaddidun des Islam gehört, zu den Reformen des Islams und der das bekannte Buch Ihya Ulum al-Din verfasst hat. Die Wiederbelebung der religiösen Wissenschaften. Ibn al-Mulaqqan, ebenfalls ein gewaltiger Gelehrter. Imam al-Suyuti, man kann sagen, das ist der gewesen, der wahrscheinlich die meisten Bücher überhaupt geschrieben hat. Über 700 Bücher hat er geschrieben. Imam al-Suyuti. Und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Eine lange Liste. Schaut mal, all das sind Weisen gewesen. Und schaut mal, was aus ihnen geworden ist. Stellt euch mal vor, die Gesellschaft damals hätte sich ihnen nicht angenommen. Keiner hätte sich um sie gekümmert. Dann hätten wir heute dieses Wissen nicht zu haben. Aber es gab Menschen, die das gemacht haben. Und schaut mal, was diese Menschen für Hasanat bekommen müssen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Weil sie es ihnen ermöglicht haben, dass sie studieren, dass sie nach Wissen streben, sich um sie gekümmert haben. Und sie daraufhin zu diesen großen Imamen in der Religion geworden sind. Und dementsprechend, die Weisen wurden geprüft von Allah, aber die viel größere Prüfung liegt bei uns. Und dementsprechend finde ich es sehr interessant, dass zu den 7 Todsünden was gehört? Was gehört zu den 7 Todsünden? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er spricht von den sogenannten Al-Mubiqat al-Sab'a. Die 7 Todsünden, welche ins Verderben stürzen. Was sind denn die 7 Todsünden? Der Prophet erzählt sie auf. Die Sahabe fragten, was sind sie? Er sagt, ijtanibu as-sab' al-mubiqat. Lasst von den 7 Todsünden ab.
Und dann fragten sie, ja, Rasulallah, wa ma hunna, und was sind diese 7 Todsünden? Und dann zählte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Sünden auf. Und er sagte, ashirku billah, dass ich Allah jemandem beigesellte. Wa sihr, schwarze Magie. Wa qatlun nafs, allati harram Allahu illa bilhaq. Und, dass man eine Seele zu Unrecht tötet. Wa aklur riba, dass ich den Zins verzehre. Und jetzt kommt es. Wa aklu mali al-yatim. Und dass ich das Vermögen einer Waisen zu Unrecht verzehre. Gehört zu was? Gehört zu den 7 Todsünden. Und wir machen nur kurz weiter, damit wir sie auch alle kennen, inshallah, und dann gehen wir noch mal kurz darauf ein. Wa tawalli yawm az-zahfi. Und dass ich am Tag des Marsches, also wenn es zum Kampf kommt, das Schlachtfeld verlasse, also Fahnenflucht begehe. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Und dass ich ehrbare, gläubige, unachtsame Frauen verleumde. Also ihnen vorwerfe, dass sie oder ihr Bilder Sinne begangen haben, ohne dafür einen Beweis und einen Beleg zu haben. Kommen wir zurück zu den Eklimariati. Dass ich das Vermögen einer Weisen verzehre. Ich meine grundsätzlich, das Verzehren des Vermögens von anderen zu Unrecht ist was? Ist haram. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Und verzehrt nicht das Vermögen von euch untereinander im Unrecht. Es muss immer was sein, es muss immer im Recht sein. Durch Verkauf, durch Handel, wie auch immer. Warum hebt Allah Ta'ala extra hier die weißen Kinder hervor? Weil sie so besonders schwache Elemente in der Gesellschaft sind. Sie können sich nicht wehren. Sie können dagegen nichts tun. Wenn du ihnen das Geld nimmst, sie vertrauen dir. Und dementsprechend gehört das zu dem Mubiqat. Und wie ist es dann erst, wenn wir die weißen Kinder einfach ihrem eigenen Schicksal überlassen? Uns nicht um sie kümmern. Sie uns egal sind. Wir uns keine Gedanken darüber machen. Und deswegen, subhanallah, was wir heute machen, in der Charity Week, und zwar jedes Jahr, dass wir eine Woche lang weltweit Spenden sammeln für Waisenkinder, das ist eine der besten Taten bei Allah subhanahu wa ta'ala. Eine der besten Ibadat, die du dir überhaupt vorstellen kannst. Es ist ein Jihad. Was? Es ist ein Jihad. Hört einmal, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt. Er sagte, salawatu rabbi wa salamu alaihi, as-sa'i ala al-armalati wal-miskini kal-mujahidi fi sabilillah. Allahu akbar. Derjenige, der sich um eine Witwe und einen Bedürftigen kümmert, eine Witwe, die ihren Ehemann, der sie ernährt hat, der ihr Unterhalt gezahlt hat, ja, und ja, einen Miskin, ja, einen Schwachen kümmert, und ein Waisenkind ist das schwächste Glied in der Gesellschaft, in jeder Hinsicht, nicht nur, dass es kein Geld hat, sondern es kann sich auch nicht wehren, es ist abhängig von der Gesellschaft, ja, ist wie ein Kämpfer auf dem Weg Allahs. Es ist wie, als würdest du auf dem Weg Allahs kämpfen. Weil du dich um diese schwachen Menschen kümmerst, dich für sie einsetzt, alles gibst, spendest, organisierst, Spenden sammelst, dann ist das so, als würdest du auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala kämpfen. Stell dir das vor. Und es gehört zu den besten Ibadat überhaupt. Und deswegen sagte der Überlieferer dieses Hadithes, und das ist eine Überlieferung bei Bukhari und Muslim, er sagte, wa ahsinu buqa. Ich glaube, er sagte, Abu Huraira sagt es, und ich glaube, er sagte, وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ. Und ich glaube, er sagt es sallallahu alaihi wa sallam. Und wie jemand, der ununterbrochen betet und fastet, ohne zu unterbrechen. Mit anderen Worten, so als würdest du jeden Tag fasten freiwillig und als würdest du jede Nacht durchbeten. Wer von uns kann das? Wer von uns kann jeden Tag fasten?
Wer von uns kann die ganze Nacht durchbeten, und zwar jede Nacht? Keiner. Aber wenn du dich um diese schwächsten Glieder in die Gesellschaft kümmerst, dann ist das so, als würdest du jeden Tag fasten und jede Nacht durchbeten. Ja, Allah, was für ein Ibad. Mach Fragen nachher, inshallah. Was für ein Ibad. Was für ein Einsatz. Und deswegen, was wir heute machen, das, was die Geschwister organisieren, barakallahu fihim, gehört zu den höchsten Stufen des Dschihads überhaupt. Und zu den besten Formen der Ibad überhaupt. Es ist der Ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt es uns im Koran an verschiedenen Stellen. Wir haben ja gesagt, das Wort Yatim wird 22 Mal im Koran erwähnt. 22 Mal. Yatama, Yatima und El-Yatama. Diese Form gibt es. 22 Mal. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er erwähnt das meistens in welchem Kontext? Im Kontext mit Ihsan. Surat al-Baqarah, die Ayah Nummer 83. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. Und als wir mit den Kindern Israels ein Abkommen trafen, die keinen außer Allah. Und jetzt geht's weiter. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und zu den Eltern soll die Ihsan sein. Ihsan ist ein allgemeiner Begriff, der die höchste Stufe unseres Glaubens darstellt und den ich erreiche, indem ich Allah so diene, als könnte ich ihn sehen. Und dementsprechend, wir sollen Ihsan zeigen, also die Menschen, bestimmte Menschen so behandeln, als würde Allah, als würden wir das Gefühl, wir könnten dabei Allah sehen. Als würde Allah mich aufrufen und sagen, hilf diesen Menschen. Deswegen sieht man diesen Hadith Qudsi. Ja? Wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Allah sagte, dass Allah am jüngsten Tag seinen Diener rufen wird. O Sohn Adams, istat'amtuka falam tut'imni. Ich habe dich darum gebeten, mich zu speisen, aber du hast mich nicht gespeist. Der Mensch wird sagen am jüngsten Tag, ja Allah, wie soll ich dich speisen, wo du doch der Herr der Welten bist? Woraufhin Allah sagt, weißt du nicht mehr, als dich der so und so gerufen hat und dich darum gebeten hat, ihm etwas zu essen zu geben? Und du hast ihm nicht gegeben? Wusstest du nicht, dass wenn du ihm zu essen gegeben hättest, du mich bei ihm vorfinden würdest? Und genauso auch mit dem Trinken und so weiter und so fort. Und mit der Kleidung. Das heißt, Ihsan heißt was? Dass ich jetzt diese Menschengruppen, die Allah erwähnt in dieser Erde, so behandelt, als hätte Allah mich persönlich gerufen, hilf diesen Menschen. Als hätte Allah gesagt, behandle deine Eltern gut. Und deswegen Allah sagt, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und zu den Eltern sollt ihr was? Ihsan zeigen. Hier übersetzt, gütig sein. Und dann geht es weiter. وَذِي الْقُرْبَى. Und zu den Verwandten. Und jetzt, وَالْيَتَامَى. Direkt nach den Verwandten, den Waisen. Ja, den Waisen. Wenn du den Waisen hilfst, dann ist das ein Teil deines Ihsans und dein Weg, um die Stufe des Ihsans zu erreichen. Wenn du dich um die Waisen kümmerst, ist das ein Teil des Birr, der Frömmigkeit. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls in Surah Al-Baqarah? لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Nicht darin besteht der Birr. Birr ist was? Güte, Frömmigkeit, Rechtschaffenheit. Dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. Güte ist viel mehr, Birr ist viel mehr, dass man Allah, den jüngsten Tag, die Engel, dass man an Allah, den jüngsten Tag, die Engel, die Bücher und die Propheten glaubt. Und jetzt kommt es. Was ist noch Birr, ja Allah? وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَبَنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. Und
vom Besitz, obwohl man ihn liebt, selbst darauf angewiesen. Das ist ganz wichtig für heute, wir spenden. Ja, man will eigentlich nicht geben, aber man gibt trotzdem. Der Verwandtschaft, dem Waisen, gleich an zweiter Stelle, den Armen, dem Sohn des Weges, dem Bettlern und für den Loskauf von Sklaven hergibt. Und dann sagt Allah Ta'ala ganz am Ende, Ula ikka ladina sadaqu, geht noch weiter, das sind jene, welche wahrhaftig sind, wa ula ikka humu muttaqun, und das sind jene, welche wirklich gottesfürchtig sind. Das heißt, kümmere ich mich um Waisen, dann ist das eine Form von was? Von Ihsan, und es ist eine Form von Dir. Aber es ist noch viel mehr. Und zwar ist es dein Weg zum Paradies. Dass du dich um ein Waisenkind kümmerst, Geld spendest, dich ihm annimmst, ist dein Weg zum Paradies. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam folgendes. من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. Wer ein Waisenkind annimmt unter den Muslimen in Bezug auf seinen Speis und seinen Trank, bis er nicht mehr darauf angewiesen ist, bis er es nicht mehr braucht, für den wird das Paradies zur Pflicht zuteil. Das heißt, wenn jemand sagt, ich nehme mir ein Kind und unterstütze es so lange, bis es auf eigenen Beinen steht, dann ist das dein Weg zum Paradies. Aber nicht nur das, sondern sogar zu den höchsten Stufen des Paradieses überhaupt. Und wir kennen alle diesen schönen, unglaublichen Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam was sagte. Ana wa kafilul yatimi. Ich und derjenige, der sich um eine Waise kümmert, sind so im Paradies. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und er hob seinen Zeigefinger und seinen Mittelfinger und hat dann so gemacht. Hat sie sozusagen geöffnet. Mit anderen Worten, so nah am Paradies. Oder so wie der Unterschied zwischen dem Zeigefinger und dem Mittelfinger. So nah sind sie beide im Paradies. Das heißt, wenn du Ihsan zeigst gegenüber einer Waisen, dich um dieses Kind kümmerst, bis es groß wird, dass es gefährdet wird, nicht nur einmal spenden, sondern so, dass es wirklich erwachsen wird und auf eigenen Beinen stehen kann, dann ist das dein Weg zu den höchsten Stufen des Paradieses, sodass du sogar die Möglichkeit hast, in der Nähe unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam im Paradies zu sein. Und deswegen, ein Mashrur, ein Projekt, das jeder von uns haben sollte, das jeder von uns haben sollte, ist, dass man versucht, mindestens ein Waisenkind großzuziehen. Es muss gar nicht bei dir leben, aber Alhamdulillah, bitte bei der Organisation, die etc., die das alles machen. Was du einfach sagst, einmal im Monat spende ich 20, 30 Euro, mit dem ich mich um ein Waisenkind kümmere, bis es erwachsen wird. Das ist gefährdet für ihr Team. Das bedeutet, dass ich mich einem Waisenkind annehme. Kümmerst du dich um ein Waisenkind, wird dir Allah Ta'ala schon in der Dunya etwas zurückgeben, was nicht mit Geld zu bemessen ist. Was mehr wert ist als alles in dieser Dunya. Und zwar von Abu Darda wird überliefert, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kam und sich über die Herzen, die Härte seines Herzens beklagte. Hatte das Gefühl, sein Iman ist schwach, sein Herz ist erhärtet, er spürt nichts mehr im Gebet, keine Spiritualität, nichts. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm folgendes. Schaut mal, unser Prophet hat immer eine Medizin gehabt, für jeden. أَتُحِبُّ إِنْ يَلِينَ قَلْبُكَ وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ. Möchtest du, dass dein Herz weich wird und du deine Bedürfnisse erfüllst, dass du das erreichst, dass dein Herz wieder weich wird? Und er sagte, natürlich, ja, Rasulullah.
Der will das nicht. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihm den Weg aufzeigt und sagte: Irhami al-yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuk wa tudrik hajatak. Oh, was ist die Medizin für ein hartes Herz? Sei barmherzig zu den Weisen, streiche über ihren Kopf, also nicht nur, dass du Geld spendest, sondern du wirklich für dich da bist und zeigst, okay, du hast zwar keine Eltern, aber wir als Gemeinschaft sind für dich da. Ihm ein wenig diese Last nimmst, Trost spendest und gib ihnen von deinem Essen zu essen, dann wird dein Herz weich und du wirst deine Bedürfnisse erfüllen. Ja, das ist der Weg, damit unser Herz weich wird. Dass wir uns um kleine Kinder kümmern, die ihre Eltern verloren haben. Wir sehen, die Weisen sind in erster Linie also was? Eine Prüfung für uns. Allah prüft sie, aber die größere Prüfung obliegt uns. Die müssen wir bestehen, diese Prüfung. Aber die Weisen sind auch zugleich eine Chance für jeden Einzelnen von uns. Für jeden, der sagt, ich möchte die höheren Stufen im Paradies erreichen. Für jeden, der sagt, ich möchte, dass Allah subhanahu wa ta'ala meinen Iman festigt. Für jeden, der sagt, ich möchte eine Sadaqa Jariya geben. Weil das ist das Schöne, wenn du dich um einen Weisen Kind kümmerst und du von dieser Dunya gehst und dieses Kind noch da ist und ein Gutes tut, dann wirst du auch nach deinem Tod auch die ganzen Hasanat dafür bekommen. Nochmal zurück, all diejenigen, welche sich um diese großen Persönlichkeiten gekümmert haben, als sie noch Kinder waren, ihnen ermöglicht haben, dass sie lernen, dass sie studieren, dass sie nach Wissen streben können. Schaut mal, dieses Wissen besteht bis heute. Und obwohl sie schon seit Jahrhunderten verstorben sind, bekommen sie immer noch die Hasanat, weil sie sich um diese weisen Kinder gekümmert haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben, dass wir Gutes tun, dass wir uns um diese weisen Kinder kümmern. Möge Allah ta'ala den weisen Kindern dieser Welt beistehen, gerade auch den weisen Kindern, die jetzt zu Weisen geworden sind in den letzten Monaten, im ganzen letzten Jahr, im Gazastreifen, aber jetzt auch mittlerweile im Libanon, aber auch an anderen Orten dieser Welt, in Syrien, im Irak, in Jemen, im Sudan, schreckliche Dinge, die man vielleicht nicht tagtäglich mitbekommt, die in den letzten Jahren geschehen sind und leider immer noch geschehen. Möge Allah Ta'ala diese Kinder bewahren. Möge Allah Ta'ala uns diese Prüfung bestehen lassen. Weil wir werden alle geprüft. Wallahi, wir werden alle geprüft. Ja, wir können nicht viel machen politisch. Das wissen wir. Politisch können wir so gut wie gar nichts machen. Leider. Aber wir können etwas machen, indem wir von unserem Vermögen etwas geben und für diese Kinder da sind. Möge Allah Ta'ala von uns allen annehmen, von uns allen akzeptieren. Amen.